Hallo Welt, da sind wir wieder. Komm schon, schwing die Hufe. Du musst in den Buckingham Palace. Nur da gibt es Waffen und Nachschub. Auch wenn dort Infizierte rumlungern. Ja, und da werden wir jetzt auch hin zum Buckingham Palace. Erstmal zum Victoria Memorial. Hier sieht man schon das Ziel. Missionsziele. Und ich weiß, wir sind einmal falsch abgebogen. Und in der letzten Folge waren wir dann doch nicht mehr ganz so in der Laune, dort weiter zu erforschen. Und sind dann direkt nochmal zum Safehouse, das aber auch voll ist. Ich hoffe, wir finden irgendwo noch etwas, wo wir was ablegen können. Oder wir... Was war das jetzt? Oder wir werfen einfach sowas weg. Lautes Geräusch gerade. Einmal falsch abgebogen. Da finden wir aber nochmal hin, oder? Ja, so viel scannen müssen wir jetzt gar nicht, denn... Ja gut, die Keycard hätte ich ganz gerne noch gefunden. Hier oben sind noch zwei, drei Türen verriegelt. Da kommen wir nicht durch. Links zum Beispiel, da kommen wir nicht rein. Und diesmal werden wir uns Mühe geben, dass wir nicht falsch abbiegen. Den Weg haben wir uns alle gut gemerkt mit unserem Computer im Kopf. Manche sagen auch Gehirn dazu. Ja, das Gehirn funktioniert schon etwas anders als ein Computer, aber unseres vielleicht nicht mehr. Ein Ball! Cool! Ah, ein Pelikan oder so. Toter Vogel. Der wird vielleicht hier von dieser Laterne oder was das ist, erschlagen. Ja, wo soll man denn diese Keycard hier noch finden? Ich vermute mal, eine der Wachen wird sie bei sich haben. Ich weiß nicht, ob man hier unbedingt drauflaufen kann und dann oben rüberspringen kann. Nein, das sieht nicht so danach aus. Vielleicht gibt es da hinten in der Ecke noch was. Ich weiß, wir müssen dort rein. Wieder ein kleines Stück zurück. Aber erstmal wollen wir uns hier ein wenig umschauen. Da drüben ist doch auch noch etwas. Ja, und hier. Ja, das werden alles Ratten sein, oder? Vögel. Was ist das? Eingestürzte Mauer. Da bräuchten wir also C4. Das haben wir auch noch nicht gefunden. Da haben wir doch ganz am Anfang auch schon so etwas Ähnliches gefunden. Und hier kann man auch reinkriechen. Ja, dann kriechen wir erstmal hier. Hoffentlich stürzt das nicht ein, wenn wir hier drin sind. Ach was, hier kommen wir gleich wieder da raus am gleichen Ort. Ratten sind es, was wir die ganze Zeit hier scannen. Na gut. Na, die Ratte nehmen wir jetzt nicht. Die kann man ja sowieso nicht werfen. Ich weiß nicht, was das jetzt ist. Ein Objekt. Ich weiß nicht, ob das besser ist als das, was wir haben. Vielleicht werfen wir doch mal diese Munition hier weg. Also diese 30er, die ist ja... Ach so, die... Kann man auswählen und dann wegwerfen. Die Schaufel, ja, die behalten wir. Vielleicht müssen wir mal irgendwo unser eigenes Grab schaufeln oder was. Sprudelwasser. Ach da, ja, guck an. Wie schön. Oh. Ach so.
Ja, interessant. Da brauchen wir nicht nochmal zurückzukriechen. Das hat sich doch schon gelohnt, hier einmal rumzugehen, mal sehen, was wir hier noch finden. Durch wird man hier nicht können, nein. Ja, da hätten wir aber lange gesucht nach der Karte. Ich würde hier ganz gerne irgendwie darauf kommen. Aber da kommen wir wahrscheinlich noch früh genug hin. Wird das eigentlich nie Tag? Ich meine, als wir am Anfang rausgegangen sind, da meine ich doch, Vogelgezwitscher gehört zu haben. Nein? Doch. Da waren Vögel. Naja, da fliegen, wenn es keine Fledermäuse sind, dann müsste es Tag sein. Der Himmel ist verdunkelt. Da ist die Sonne. Das ist keine gute Werbung für London, oder? Es sei denn, wenn man es dunkel mag. Ja, das wäre genau das Richtige für mich. Ich mag es ja ganz gerne auch mal dunkel, aber dann liebe ich auch den Sonnenschein. Ah, alles im grünen Bereich, wie schön. Und jetzt geht es weiter. Ich weiß schon, wo wir weiter müssen. Leider sind wir aber immer noch nicht hier hintergekommen. Hier... Nein, war das nicht. Das war auf der anderen Seite, ganz da drüben. Da gab es nämlich einen Durchgang. Wir müssen aber da durch. Da gab es keinen Durchgang, da gab es etwas noch zu looten. Etwas zum Aufsammeln. Und ja, an dem Burschen müssen wir jetzt vorbei. Irgendwie können wir ihn nicht einsperren einfach. Die Tür geht nicht zu. Nein, da werden wir hängen bleiben wahrscheinlich daran. Aber es ist ein anderer als beim letzten Mal. Der beim letzten Mal, der hatte nämlich so einen Helm hatte er auf. Oder so... hochtopierte Haare. Hier hat sich doch auch jemand verbarrikadiert. Ist das gut? Tiere. Ratten. Und ja, das geht ja gut voran. Wenn das mal immer so wäre. Na. Oh, du lebst. Es tut mir leid, die Musik kommt etwas zu spät. Ja, der Einsatz der Musik, der ist ein bisschen zäh, habe ich so den Eindruck. Ja, das hat ihnen nicht viel genutzt, aber sie hatten noch ein Krankenbett hier runtergeschafft irgendwie. Wir haben zu viel im Inventar, das gibt's doch gar nicht. Und wenn es hier so viele gesunde Sachen gibt... Vielleicht können wir ihm irgendwas zustecken. Das hier brauchen wir vielleicht gar nicht. Nun, Kartoffeln haben sie auch noch hier. Ich weiß, das Inventar ist voll. Na, vielleicht können wir uns das später noch holen. Oha. Schlafen können wir hier aber nicht. Naja, gut. Hier rüber können wir schon. Gucken wir erstmal hier oben in die Ecke rein. Aber plünderbare, da steht doch plünderbares Objekt positiv. Sollen wir die Ratten? Schlag die Ratte?
Nein. Wir können auch die armen Ratten nicht schlagen. Die haben uns doch gar nichts getan. Ratten sind also Plünder... Ach ja, jetzt weiß ich. Sind plünderbare Objekte natürlich. Die kann man erschlagen. Und dann essen. Wenn man Glück hat, wird man nicht krank davon. Naja. Reizende Frau, die Queen. Zumindest für eine jahrhundertealte Echse in Menschengestalt. Aber ich sage dir, sie weiß Bescheid. Die Regierung wollte nichts von der Prophezeiung wissen. Die Queen schon. Hoffentlich schafft sie es nach Indien. Das Klima dort ist sowieso besser für Reptilien. Echse. Echse, sagt er. Wer weiß, was uns da gleich erwartet. Die Echsenkönigin. Oder die Königsechse. Da ist die Tür. Geöffnet sogar. Extra für uns. Wir haben's geschafft. Ist aber düster hier drin. Ah, das muss reichen mit dem Licht. Wie gut, dass sich unsere Batterien immer wieder aufladen. Ah, das sieht mir in der Tat. Es ist, scheint so ein. Es fühlt sich auch so an wie ein Bunker. Es ist ein Bunker wohl. Hier auch mit Bunker-Notschaltern und so etwas. Hol dir Nachschub im königlichen Bunker. Betritt und plündere den königlichen Bunker. Nun, die Sache ist ja die, dass wir nichts mehr tragen können. Plündern ist ja nett, aber wo sollen wir das alles hinstecken? Aber im Bunker werden wir doch nicht alleine sein. Da sind doch bestimmt hunderte von Leuten, die sich da auch versteckt haben. Eine Sekunde. Das ist ein Weg hinein. Vorsicht, da unten kann ich nicht helfen. Du bist auf dich gestellt. Ach, was? Hat er vorher geholfen? Naja, er hat mal eine Tür geöffnet irgendwo. Hier können wir sowieso nicht durch, aber schön grün ist es hier. Warum sind wir so grün gerade? Ja, das ist gut. Wir können sowieso nichts mehr tragen, also von daher. Hier ist es auch grün oben. Aber seine Augen hat er doch hier unten. Da haben wir schon wieder so einen Brief. Ich verliere dich. Du musst abgeschirmt sein. Pass auf. Ja, hier ist schon nichts. Oh, eine tote Ziege oder ein Schaf vielleicht. Ach, ein Hund könnte das auch sein. Naja, was sollte die Ziege schon hier im Palast machen? Geld? Ah, das ist doch was. Kapazitätsaufwertung ist gut. Oh.
Fragen kann man nachher noch. Wir hauen erstmal drauf jetzt. Sie da! Wie sind Sie hier reingekommen? Oh. Ach, egal. Sie sind sauber, oder? Dann müssen Sie gut sein. Vielleicht können wir uns hier helfen. Entschuldigung, ich muss das erklären. In den Wänden sind Monitore und Lautsprecher. Ich heiße Peter Knight, Assistenzarzt im Royal Household. Also keine Angst, Sie sind nicht verrückt. Tja. Na dann. Kommen Sie ins Labor, okay? Gerne. Allerdings haben wir hier doch etwas gesehen an der Wand. Erreiche den Arzt. Arzt hört sich gut an. Aber unsere Vögel sehen auch ganz gut aus an der Wand. Huhu! Ja, da können wir doch erstmal die Waffe verbessern jetzt. Und wir verbessern natürlich die Pistole. Vielleicht sollten wir uns die ganzen Sachen aufsparen für später. Für, falls wir noch bessere Waffen finden, da hätten wir vielleicht die ganzen Modifikationen besser gebrauchen können. Und das Gewehr haben wir ja schon weggeworfen. Ach, wer braucht schon ein Gewehr? Das macht viel zu viel Krach. Na, hier könnte man ja mal schlafen gehen, ganz kurz. Ja, machen wir das so. Gehen wir schlafen, dann sind wir auch ausgeruht und dann gehen wir zum Arzt gleich. Dann wird die Folge vielleicht etwas länger. Also geht's jetzt. Ja, zum Arzt. Aber vielleicht ist das auch ganz gut. Einen Arzt können wir bestimmt gut gebrauchen. Oh. Und vielleicht können wir da ein paar Sachen tauschen, abgeben oder ablegen. Vielleicht, ja, der hat doch bestimmt einen größeren Rucksack, so einen richtigen Arztbeutel oder eine Arzttasche. Ich glaube nicht, dass man dazu Beutel sagt dann. Ja, und vielleicht finden wir dann auch eines Tages mal raus, was es hiermit auf sich hat. So, vielleicht muss man weiter entfernt sein, um da was lesen zu können daraus, oder? Wer beschmiert hier die Bilder? Ach, der Arzt wird's uns schon sagen, was das zu bedeuten hat. Dann gehen wir mal rein. Sieht auch so aus, als würde überall das Gleiche stehen, also von daher hat
Hat das vielleicht gar nicht mal was zu sagen? Ach so, hier, die Uhr ist auch kaputt oben. Und diese Anzeige. Aber das ist doch, ich wollte schon sagen, Top Secret steht drauf. Das ist doch nicht das Telefonbuch von London. Das müsste ja viel, viel größer sein. Na, da wurde aber auch schon drauf geschossen hier. Das ist alles nichts mehr wert. So ein Laptop liegt da schön rum und heute hätte das doch niemand so liegen lassen. Damit kann man jetzt nichts mehr anfangen. Retina-Scanner. Ja gut. Und wo geht's denn hier nach unten? Wahrscheinlich müssen wir sowieso nachher nach unten. Oh, das ist schon wieder so. C4 anbringen, was? Ja. Oh ja, aufs WC. Wir müssen sowieso schon die ganze Zeit. Das passt doch. Ach so, hat sich selbst. Ja, wieso können wir die nicht nehmen? Das haben wir noch nie gebraucht, das kann mal weg. Oder nochmal so. Hiervon was? Ja, lieber das. Ja, da hätten wir doch die Modifikationen hierfür aufheben sollen. Das ist doch viel besser. Verschlossen ist verschlossen. War das ein Kerl? Das sah mir gar nicht so aus wie ein Kerl. Ach, das ist interessant. Das sind Männer- und Frauen-WCs zusammen. Sehr gut, dass wir hier nochmal nach unten gegangen sind, bevor wir den Arzt aufgesucht haben. Hat sich jemand auf die Treppe gelegt? Mit seiner Decke? Jetzt aber. Na, hier hat jemand Blutungen gehabt. Irgendwas stimmt doch hier nicht. Wir sind doch hier reingegangen vorhin. Ach, da drüben müssen wir rein, ja. Aber der war doch vorhin nicht da. Nachladen geht nicht. Wie zielt man? Ach, was werfen wir denn jetzt weg? Diese Pistole, die wir verbessert haben. Vielleicht können wir da die Verbesserung noch abschrauben und dann an die andere dran schrauben. Na, wenn wir genug Munition haben, komm, wir gehen jetzt zum Arzt. Oh, nein. Der war ja hier, bei B. Hinter dem Sofa liegt nichts.
Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Entschuldigung, ich weiß, das ist das reinste Labyrinth. Aber das ist gut so, da es Eindringlinge fernhält. Ich schätze, ich sollte Sie warnen. Hier treiben sich auch ein paar Infizierte rum. Eigentlich Omega-Group-Leute, aber... Tja, jetzt sind sie infiziert. Eine Schande. Och, wunderbar. Ein paar? Was heißt denn das? Na, hier oben ist keiner. Die müssen erstmal raufkommen wahrscheinlich. Das reinste Labyrinth. Ja, das ist jetzt keine große Hilfe, oder? Ich trau mich hier gar nicht. Die springen gleich um die Ecke alle. Ach, die können ja gar nicht springen. Die sind ja doch etwas langsam. Also von daher... Na, das schaffen wir schon. Natürlich. Sachen, die wir nicht tragen können mehr. Ja, da hat jemand seinen Handabdruck hinterlassen. Sehr gut. Moment, wir sind reingekommen hier vorne, ja? Wir müssen links gehen, sonst verlaufen wir uns gleich. Links wäre da drüben, meine ich. Aber man kann auch hier lang gehen. Dann gehen wir erstmal hier lang, links. Also da lang. Warum ist das hier so verbarrikadiert? Machen wir doch mal auf hier. Das war's das mit dem Labyrinth. Jetzt sind wir aber wieder am Eingang, meine ich. Na klar. Leute, brauchen wir hier gar nicht weiter zu... Wieso... Wir sind noch gar nicht raufgegangen? Ich habe gar nicht gesehen, dass es nach oben ging vorhin. Ist das... Entschuldigung, ist das denn... Ich muss auch nicht nur sprechen, auch manchmal atmen. Und vor allem auch schlucken manchmal. Nein, das haben wir gerade gar nicht gesehen, aber ich meine, hier waren wir schon. Doktore... Das glaube ich nicht. Ein Labyrinth haben sie uns gebaut. Wer baut denn solche Bunker? Wo man sich verläuft. Das ist ja total gruselig. Ich würde Bunker bauen, die schön wohnlich aussehen. Irgendwo gemütlich, einladend. Ah, hier waren wir schon. Ja, weiter nach oben, wieder in die Luft. Aber wir wollten doch den Doc suchen. Ach, der stand verlassen. Jetzt haben wir die ganze... Das war der Eingang. Da sind wir reingekommen vorhin schon. Also das B müssen wir uns... Wir müssen dem B folgen. Ganz einfach. Das wir können uns doch hier nicht... Wir kennen uns doch nicht aus. Wir können uns doch nicht ständig hier verlaufen. Das ist falsch. Wir müssen hier Palast Untergrund. Da müssen wir rein. Genau. So schwer ist das doch gar nicht. Wir haben doch unten unser Ziel. Dem brauchen wir doch nur nachzugehen. Geht das nochmal? Nein,
Wahrscheinlich haben wir es weggekickt. Moment, B, sagte ich B? Wir müssen immer B folgen. Ich sehe kein B. B, B, B. Hier ist der Ausgang, scheinbar. Ja. Irgendetwas macht seltsame Geräusche. Ja, richtig. Wir sollten die Tür auflassen, damit wir wissen, dass wir da schon waren. Also hier sind wir vorhin reingekommen. Dann sagte ich, wir gehen links, weil wir immer links gehen, dann sind wir da wieder rausgekommen. Das war nicht richtig. Nicht ganz. Das wird zu sein, oder? Ja. Sag bloß, hier kommt man runter. Denn wenn man... Ah, ja gut, die haben das... Wenn man runterkommt, dann kommen die auch rauf, aber die haben das hier verbarrikadiert schon. Ah, sehr gut. Super. Oh, wir wissen ja, was das heißt, oder? Wir müssen hier durch. Seid ihr sauer? Kriegt ihr das auf? Das sind die Wachhunde von dem Doktor. Ich. Ach, das ist doch stabil gebaut. Nee, nee, die kriegen das nicht auf. Das sind richtig stabile. Da müssten die schon. Nee, das können die nicht. Nichts wie rein hier. Willkommen. Fühlen Sie sich wie zu Hause. Aber bitte berühren Sie nicht. Das ist wichtige Forschung. Ich mache hinter Ihnen zu. Sicher ist sicher. Ah. Leider kann ich Sie nicht persönlich empfangen. Das ist für uns beide sicherer, verstehen Sie? Ich suche ein Mittel gegen diese schreckliche Seuche, wissen Sie? Leider habe ich viel zu wenige Versuchsobjekte. Wegen dieser armen Omega-Leute. Nicht meine Sternstunde, fürchte ich. Entschuldigen Sie bitte. Sie können mir gewiss helfen. Ja. Ist das kalt da drin, oder? Ah. Immer mit der Ruhe, altes Mädchen. Oh nein. Ob der noch ganz richtig ist, ich weiß es nicht. Das sieht nicht ganz so einladend aus. Also, Folgendes können Sie tun. Es gibt ein Buch, De Rimini Secreti von Konrad Gessner. Ein faszinierendes Werk, aber ich brauche dies persönliches Exemplar mit seinen Anmerkungen. Ich glaube, es ist in der Palastbibliothek. Aber ich fürchte, dafür muss man nach oben. Wären Sie so gut? Ich... Der Bunkeraufzug bringt Sie hoch. Ich... Also ehrlich gesagt... Also du weißt schon, was da draußen los ist, oder? Ein Buch soll ich holen jetzt? Damit du was zu lesen hast abends vor dem Einschlafen, oder? Die werdet ihr alle aufmachen nachher, die Türen. Ich weiß das jetzt schon. Ach, die sehen doch eigentlich noch ganz gut aus da drin. Das liegt am Licht vielleicht. Ja, aber wenn wir nichts... Das ist ja wunderbar, aber wenn wir nichts weglegen können, dann bringt das auch nicht so viel, dass wir hier überall tolle Sachen finden. Dokumente haben wir hier. Zeitung, na gut. Musik ist noch an überall. Und es wird ein Gemetzel geben bei der Musik. Oh. Und wieder diese unlesbaren Bücher. Kinder müssen auch hier gehaust haben. Oder vielleicht hat der Vater vom Kind das Bild mitgenommen. Naja.
Comics. Ja, vielleicht doch. Vielleicht waren Kinder hier. Ist das eine. War das. Ach so. Rasieren, Zähne putzen. Okay. Essen. Wein? Mhm. Backen. Vielleicht. Oh. Nicht aufräumen. Nichts wegwerfen. Einfach stehen lassen. Die Welt ist sowieso untergegangen. Also, was soll's? Hier ist das Buch. Nein. Ach, das Buch fällt mir gerade ein. Da kann doch keiner drin lesen. Könnt ihr diese Schrift lesen? Oh, hier kann man was lesen. Monopoly. Monology. Monology. By King James, dem Ersten. Demonology. Oh, was ist das denn Schönes? Der leuchtet grün in unserem Scanner. Er mag den Scanner nicht. Nein, ich meinte diese Kugel, die hier so ist. Das sieht doch mal interessant aus. Und die haben schöne Sachen. Oh, untersuchen können wir hier? Moment. Ah ja, Dr. D. Ein komischer Vogel. Er behauptete, mit den Engeln zu reden. Er soll sogar die Zukunft vorhergesagt haben, aber das ist Quatsch. Dee war Wissenschaftler, der klügste Kopf seiner Zeit. Er ist weit gereist und hat solche Seuchen aus nächster Nähe gesehen. So wie die hier. Überlegen Sie mal. Woher hätten die damals den Unterschied kennen sollen? Vielleicht hat er das mitgebracht mit dem runden Ding da. Und dem Zettel da drunter. Haben Sie da draußen Raben gesehen? Nicht unsere gefiederten Freunde, ich meine diese scheußlichen Überlebenstypen. Sie sind es, die John Dee für eine Art Propheten halten. Das? Irgendwann habe ich diese Raben von dir getroffen. Sie sagen, sie würden Leuten helfen, die ausreichend vorbereitet sind, um zu überleben. Der Seuche ist es scheißegal, ob man sich vorbereitet hat. Ob reich, ob arm, es erwischt alle. Das ist eine Schnabelmaske aus dem 16. Jahrhundert. Die könnte nützlich sein. Oh. Die meisten halten das für ein Karnevalskostüm, wissen Sie. Jeden Tag was Neues lernen, bis du stirbst, wie ich immer sage. Das ist eine Schnabelmaske aus dem 16. Jahrhundert. Die könnte nützlich sein. Die meisten halten das für ein Karnevalskostüm, wissen Sie. Na dann. Jeden Tag was Neues lernen, bis du stirbst, wie ich immer sage. Ja, ich bin nochmal zurück, weil ich dachte, vielleicht kann man hier auch noch irgendwas untersuchen und ihn zum Sprechen bringen. Aber wie man sieht, nein, hier gibt es nichts mehr. Was ist das? Eine große weiße Hand. Ja, das wird also der Weg nach draußen sein. Dennoch gehen wir hier nochmal rum. Schließen. Aha. Aha. Ja, da müssen wir auch lang. Ich weiß gar nicht, warum auf der anderen Seite auch eine Tür ist. Da machen wir das mal zu. Der ist mit Zweien da drin. Na, der wird sich schon anstecken. Irgendwie schafft er das. Sollen wir das nicht auflassen? Wir müssen uns das merken. Durch welche Tür? Das ging ja ganz schnell hier durch. Können wir hier nichts hinwerfen? Da steht Open dran. Das könnte man sich merken. Die ganzen Feuerlöscher in der Ecke. Oh, das werden wir schon finden. Da oben ist so ein grünes Licht. Und die sind überall. Und überall steht Open dran. Okay, bei dem Sofa und bei den Feuerlöschern hier, da müssen wir wieder rein. Nachher. Wenn wir es überhaupt schaffen.
Ja, noch sagt uns unser Kompass hier, wir müssen hier lang irgendwie. Hier durch und dann links. Ach, dann sind wir ja wieder beim Arzt, dann sind wir im Kreis gelaufen. Das kann es nicht sein, oder? Ja, aber der Kompass sagt ja. Vielleicht müssen wir doch nach oben. Wir waren doch oben. Was war denn oben? Ach so, hier sind wir erst. Oh nein, da müssen wir... Ich hoffe, die Musik stört Sie nicht. William Byrd, der Lieblingskomponist Elizabeth der Ersten. Mir hilft es bei der Arbeit. Sehr beruhigend. Das ist leicht zu merken. Da, wo das Laptop liegt auf dem Boden, da müssen wir durch die Tür, die hier open sagt. Open, okay. Lebt er noch? Dann müssen wir wahrscheinlich jetzt hier raus. Ach, der Aufzug. Nein, was für ein Aufzug. Sind wir schon da? Das ging aber schnell. Ich wollte gucken, ob wir uns da hinsetzen können. Ach so. Ja, das wäre ja auch mal ein bisschen zu schnell gewesen, oder? Jetzt geht's nach unten. Vielleicht hätten wir noch mal speichern sollen zwischendurch. Das machen Sie wirklich gut. Was? Aufzufahren? Die tut mir leid. Eigentlich gehöre ich auch zur Omega Group. Ich habe als Sanitäter begonnen, dann wurde ich hierher versetzt. Eine Schande. Die Jungs waren Elite-Soldaten. Echt traurig, sie so sehen zu müssen. Ihr wart Elite. Naja, gegen so kleine infizierte Dinger da kann keiner was machen. Oh, noch mehr Briefe der Queen. Briefe der Queen. Wer weiß, wofür wir sie noch brauchen wird. Haha, Geheimgänge. Ja. Ja, erstmal gucken wir uns auf dieser Etage um und dann geht's nach oben. Da spielt doch noch jemand Klavier. Ja, er spielt Klavier. Naja, dafür das... Oh, das sind aber viele. Sollen wir das mal... Ah, ai, was ist das? Wieso? Warum? Wie können wir zielen? Gar nicht. Der brennt schon. Oh nein. Nein. Der spuckt. Kommt der hier rein? Der kommt hier rein. Der kommt hier rein. Geh da schnell rauf. Oh, geht das nicht schneller? Da ist doch einer hinter dir. Da würde ich rennen. Ich würde so rennen. Nach unten kommen. Jetzt sind wir hier eingeschlossen. Und was machen wir jetzt? Oh, hineinkriechen? Ah. Uah, du! Muss das sein! Muss das sein! Geh weg! Mach doch! Du! Muss das sein! Der ist der Beste bis jetzt. Ja, super. Ich mag nicht mehr. Ich will zurück. Doktor, hol dein Buch selbst. Halt, st. Der eine spuckt, der ist auch... Meine Güte, der hat aber auch gespuckt, was? Jetzt können wir doch sowas hier mal essen. Und eigentlich auch trinken, sowas hier. Ich weiß gar nicht, brauchen wir die... Na, trinken können wir noch sparen. Das mit der Waffe, das müssen wir doch mal lernen. Wie geht denn das mit dem Zielen? Wie zielt man? So treffen wir ja nie. Na egal. Immer nachgeladen haben, das ist ganz wichtig. Der war gut jetzt. Ah ja, da kriechen wir mal durch. Wieso können die auf einmal auch kriechen? Halt. Vor Schreck, vor lauter Schreck hätten wir beinahe vergessen, hier zu scannen. Schöne Ritterrüstung. Aha.
Da haben sie ihre Blumen gepflückt. Eieiei. Den können wir auch, glaube ich. Vielleicht. Ist alles erfunden hier. War das krass. Der eine qualmt da. Ja, wir müssten... Der qualmt. Bevor der aufsteht, sollten wir schnell hin. Und dem was drüber ziehen. Über den Schädel, nicht über... Was, da rennt einer? Die können auch rennen. Du spuckst aber nicht, oder? Spuckst du auch? Nein, du spuckst nicht. Ich tippe mal drauf. Ich tippe mal drauf, dass wir hier oben alles durchsuchen müssen, dass da noch mehr kommen und... Ich würde jetzt ganz gerne zu dem, der da so rumschleimt da vorne hin und sofort hin und was auf den Kopf hauen. Da liegt er. Ich weiß ganz genau. Wahrscheinlich der hier vorne, der wird auch noch aufstehen. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, aber das muss schon geplant sein. Wo kann man denn abhauen nachher? Ja, wer weiß. Da hinten liegen bestimmt auch noch welche. Die sehen wir jetzt nicht von hier. Ach, wir rennen hin und geben ihm was. Ziehen ihn eins drüber. Ganz schnell. Und Gnadenstoß. Und Gnadenstoß. Da, Gnadenstoß. Da. Das kann doch nicht sein. Was halten die denn aus? Was habt denn ihr? Habt ihr Blei gefuttert oder... Blei? Irgendwas Metallisches. Dass die Knochen härter macht. Das ist der absolute Horror hier. Warum ist der eigentlich so ein Spucker gewesen hier? Das war aber... Der Plan hat mir schon gefallen. Ich bin ganz... Fällt mir ein, dass Sie vermutlich keine Ahnung haben, was die Omega Group ist. Streng geheim, aber das spielt keine Rolle mehr. Es ist eine Elite-Einheit zum Schutz der Royal Family. Aber die Seuche hat uns kalt erwischt und all die armen Männer, die den Bunker bewachen sollen. Wie bewachen sie ihn denn noch? Hätten wir doch auf Dr. T gehört. Ja, jetzt weiß ich aber immer noch nicht. Ja, okay, die bewachen hier den Bunker oder bewachen ihn noch, aber so richtig wissen wir ja immer noch nicht, was das ist. Warum können die so spucken? Das möchte ich gar nicht wissen. Ich will gar nicht wissen, was sie da spucken. Wir gucken jetzt erstmal oben hier. So ein bisschen rum. Jo, klar! Du! Drei Schläge brauchst du, ja? Um deinen Helm zu verlieren. Da, weg ist der Helm. Wehe, da kommt noch einer von irgendwo. Hier, der Sessel. Das ist doch nur, damit man davor läuft. Da hingelegt extra was. Du siehst so zerstört aus. Komm schon. Einmal darf ich noch. Okay, noch einmal. Okay. Ja, also ich muss schon sagen, das ist nicht unspannend. Das ist das, die ganze Zeit, man rennt so rum, ganz so viel passiert nicht. Man ist ja jetzt auch ein bisschen, oh, da ist schon wieder so einer. Da qualmt's, wer weiß, was da wieder rübergekrabbelt kommt gleich. Sollen wir lieber von der anderen Seite erstmal den mit dem großen Kopf draufprügeln? Na, man ist das so... Ein bisschen gewöhnt ist man das jetzt schon so gewohnt vom von dem anderen Titel. Aber das ist ja kein Vergleich. Das hier ist ja blanker Horror. Das andere ist ja mehr Haut drauf. Aber das ist ja hier. Geisterbahn. Na klar, hier waren wir gerade, da kommt man gar nicht durch. Ich würde es sehr begrüßen, wenn sie nicht respawnen würden. Da weiß man ja nicht, ob die das machen oder nicht. Ich traue dieser Qualmwolke, der traue ich absolut nicht. Da würde ich lieber
versuchen den anzulocken, den Burschen da, aber wir können nicht zielen so richtig. Wer kommt da? Egal, dann locken wir den vielleicht zuerst. Es qualmt nur so hier ein bisschen. Vielleicht hat es gebrannt dahinter. Aber irgendwie müsste man doch wirklich auch... Nein! Nein! Ja, schon eher. Ja, das ist das Richtige. Ich bin sicher. Ja, 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 jetzt wohl. Und spuckt ihr? Nein, ihr seid ganz normale, keine Spucker. Aber ihr blutet auch ganz schön aus dem Kopf raus. Oh mein Gott, da kommt noch so ein Ding. Och, mit Helm, ja klar. Die mit Helm, die brauchen noch immer erstmal eine ganze Weile, bis die merken, dass man draufhaut. Ah, das ging aber ganz gut. Oh nein. Und weg. Ach so, wenn wir schlagen, dann sind wir auch schneller außer Puste. Nur drei schon wieder. Können die anderen nicht... Der eine haut schon ab, oder? Die beiden kommen. Ich glaube, der eine ist schon abgehauen. Die beiden, das reicht ja auch. Das bringt ja gar nichts. Womit schießen wir hier? Mit Erbsen oder was? Wir schießen nur auf seine Weste. Wir hatten sowieso genug Munition, also von daher. Einen Riegel bekommen wir dafür. Na, vielen Dank. Da war aber noch einer. Ach, wir hätten die ganzen Modifikationen für diese Waffe hier. Waren wir das? Ja, ich glaube schon. So gut können wir treffen schon. Hätten wir lieber hierfür aufbewahren sollen, aber dafür haben wir jetzt einen Riegel bekommen. Vielleicht war es sogar ein Kuchen. Ja, der bleibt hier stehen, das ist doch gut. Psst, nicht so laut. Leise. Weißt du nicht, wo du bist? Oh Mann. Tut mir gar nicht leid. Wer so eine Uniform trägt, der ist selber schuld. Schlafanzug. Der hat's darüber geschafft. Kommst du alleine? Ach, da ist er weg, sein Helm. Ist das ein Helm? Moment mal, ich weiß, wer du bist. Du darfst sowas gar nicht... Ha, du darfst gar nichts von dir geben. Du darfst nicht mal ein Geräusch von dir geben. Geschweige denn hier so rumhampeln. Du musst ganz still dastehen. Das habe ich auf Fotos gesehen. Die stehen auch auf Fotos immer ganz still da. Bewegen sich nicht. Das ist mir viel zu anstrengend. Das ist viel zu nervenaufreibend für mich. So, jetzt kommen wir hier rüber, oder? Richtig. Was? Objekt. Scannen nämlich nicht vergessen. Ist das, passt das mit der Musik? Ist das irgendwie kaputt oder? Och, da liegen schon wieder welche. Och nö, nicht so einer nochmal. Haben wir noch was zum Werfen? Wir haben nichts zu werfen. Stecken können wir uns auch nicht, vorbeischleichen. Nein. Och, dann nehmen wir erstmal die Dokumente. Ah, Pistolen, Munition, ja, schießen können wir. Aber wir treffen doch nie aus dieser Entfernung. Der muss doch erstmal auf... auf einen Meter vorbei bei uns ran. Und wenn wir die andere nehmen, dann ist es zu laut, oder? Zappel doch nicht so, lass dich
gefälligst. Jetzt haben wir keine Munition mehr. Siehst du, was du gemacht hast? Was soll das denn? Wie sollen wir denn ohne Munition? Können wir niemals schießen? Moment, Moment, Moment. Lass mich hier durch. Das ist zu laut. Wenn wir jetzt hier schießen, dann kommen sie von unten auch noch. Da haben wir die so verbessert und was bringt es? Jetzt kommen sie aber gleich von überall. Na, wenigstens haben wir hier die Leuchtraketen. Naja, sollten wir das mal gleich auf 3 legen. Jetzt was anderes haben wir ja nicht im Moment. Oh, auch die gute Pistole hier. Was haben wir dafür bekommen? Kaugummi. Nein, Kuchen. Sehr gut. Heilendes Objekt. Mittel. Naja, gut. Wir werden das schon irgendwann mal probieren, wie das schmeckt. Kuchen. Lecker. Ja, wir vergessen auch übrigens immer den Radar hier einzuschalten. Da vorne. Sie will also noch aufstehen. Die Leiche, die da liegt. Infizierter. Ja, da geben wir gleich eins drauf. Da warten wir erst gar nicht lange. Hin und... Genau. Da hinten qualmt's auch noch. Dass da wieder so einer ist, der spuckt. Die Kranken werden sofort von der Seuche infiziert. Dort, wo das Gift in den Körper eindringt. Heftige Krämpfe folgen und ihre Adern werden so schwarz wie Tinte. Und böses Blut verzweigt sich wie die Äste eines giftigen Baumes. Greift um sich, wie die Wurzel einer lebenden Pflanze, getrieben von widernatürlicher Hast. Schön anzusehen, wäre es nicht so verhängnisvoll. Schön anzusehen. Was? Irgendwas schnarcht hier? Ich hab das doch ganz genau gehört. War das die Wand? Wofür tun die hier so eine Truhe hin, wenn nichts drin ist? Moment. Haben wir uns verguckt? Vielleicht können wir was raten. Nein, jetzt geht nichts mehr. Och. Ich will nicht. Wenn ich so an gerade eben denke, naja, was kann man hier noch nicht lang? Oh, was? Ja. Dokumente, ja, das hatten wir. Tür, und was benötigt sie? 1, 2, 3, 4, schon wieder benötige Code? Tür mit Türschloss, naja. Ach, die ist ja auf, die Tür. Ach so, das ist nur einer mit Helm. Geheime Geheimtür. Gasmaske vielleicht auch noch dazu. Ja, ich habe jetzt keinen Geheimcode gesehen irgendwo. Wir müssen da sowieso lang, aber ich würde den ganz gerne erstmal... Ja, komm. Ist der alleine? Ach, die können hier überall wieder runterspringen oder so. Und so einer ist das. Da fliegt der Helm schon mal. Jetzt brauchen wir noch 15 Schläge. 1, 2, 3, 4. Ja, ja, klar. Moment, ihr seid zu zweit. Das ist unfair schon mal. Für einen Anfang muss ich sagen, das ist mir zu unfair mit euch. Gnadenstoß. Zu spät. Da mit Hut auf, auch noch. Oh, gut, jetzt alleine, dann geht's ja noch. Jetzt legt er sich immer hin und wir können den Gnadenstoß nicht verpassen.
Was, hat er seine Kumpelin da gerade rübergeschmissen? Bleib ruhig unten. Der lebt immer noch. Hau doch zu! Wenn da so einer rum... Nein, da ist nichts hinter uns. Wenn da so einer auf uns zukommen würde, ich würde wegrennen erstmal. Ach, wieder vorbei. Du bist doch keine Fliege. Nur halt still, doch. Mama mia. Ja, haben wir hier drauf geschossen? Nein, ich glaube diesmal nicht. Das waren nicht wir. Es wäre gut, wenn ihr jetzt Munition hättet. Jetzt könnten wir Munition wieder gebrauchen. Oder den Helm. Ja, ich glaube, über den Helm hatte ich schon mal gesprochen. Wahrscheinlich ist er nur dann... Oh nein, da verbrennt man doch hier sicherlich noch. Wir müssen hoffentlich nicht darauf. Ich fürchte, es wird ein böses Ende nehmen mit uns, wenn wir darauf müssen. Irgendwas stürzt ein und... Ja. Leiter. Nicht für uns. Aber irgend... Ist da Strom gewesen? Ich glaube, da ist Strom gewesen, ja. Also über den Helm haben wir schon gesprochen. Der klebt bestimmt das halbe Gehirn noch drin und... Und es wird nichts. Dadurch, ich... Auf gar keinen Fall. Irgendwie da rauf, aber ich sehe auch... Ja, von hier aus sieht man das alles nicht. Dass der überhaupt so lange brennen kann! Naja, wie lange sind wir denn schon hier? Da ist die Leiter. Wehe, wir fallen da runter. Alles nochmal machen. Nein! Hier oben sind Bauarbeiter vielleicht. Daran hatte ich gar nicht gedacht. Das war total unvorsichtig jetzt. Oh. Das ganze Feuer hier. Müssen wir wirklich da rücken, ja. Wenn wir das haben wollen, was da auch immer da liegt, wer hat das da oben hingelegt nur? Ach, guck an, ich sehe schon. Wehe, der kommt hier hoch. Ja, wie sollen wir denn dann nachher wieder runter, wenn... Naja, egal. Wird schon richtig sein. Da! Das kannst du definitiv gebrauchen. Und hier erst recht. Schön leise. Kraftkuchen. Kuchenkraft. Ach nö. Ja, ich weiß schon. Darunter. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das war doch etwas überraschend, jetzt hier runterzukommen. Da drüben ist eine Tür, dann müssen wir doch gleich kriechen. Auf die Knie wieder. So nah am Feuer, das ist die... Molotow-Cocktail, ja. Nein, warum ist unser Inventar denn schon wieder voll? Armbrustbolzen, wir haben gar keine Armbrust. Dann essen wir jetzt so einen Kuchen. Das hätte ich schon ganz gerne dabei, wenn da nochmal so einer kommt, der so spuckt. Ja, dann kann das nicht schaden, wenn man einen Kuchen dabei hat. Nein, ich meine die Molotow-Cocktail-Geschichte. Ach, wir hätten doch da oben mal scannen können, als wir schon mal da oben waren. Ja, jetzt müssen wir da durch, ob wir wollen oder nicht. Ach, das ist ja einfach. 4621. Oder 4. Weg, 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 weg. Irgendwas schreit. Hinter dir. Hinter. Irgendwo. Das sind
Ja, das sind schon ein paar. Vielleicht sehen sie uns nicht, aber ich glaube, sie haben uns schon gesehen. Hey, Moment mal, das sind richtig viele, oder? Hey, hey, hey. Die haben das gemerkt. Das sind die Wächter, die passen doch auf, dass da keiner an den Zahlenknöpfen rumfingert. Das ist keine gute Idee hier oben hoch, ohne Munition und so. Mit nur einem Molotow-Cocktail. Da kommen wir nie runter. Oh, das Molotow-Cocktail brauchen wir jetzt. Aber ach, wir können hier noch weiter rüber. Dann kommen wir da drüben runter und vielleicht ist es besser, ihn dazu erwischen mit dem Molotow-Cocktail, als die ganze Horde. Wenn die hier durchs Feuer rennen, dann ist es so. Nein! Warum hätte ich damit denn nicht rechnen können? Das ist ja noch nie passiert. Noch nie? Oh, da würden wir wieder runterkommen. Och, da brennt er brennenderweise. Du kommst hier nicht hoch, du zündest alles an. Ich glaube, er ist tot. Ich glaube, er ist tot. Okay, er ist tot. Macht mir hier keine Dummheiten. Da oben ist doch eine Kamera. Einer ist nur noch da. Aber einer reicht. Das ist schon einer zu viel. Also, wenn Erde brennt, wenn er hochgeht und brennt, dann brennen wir auch, wenn wir da runtergehen, oder? Schön aufräumen. Ich glaube, wir müssen hier wieder runter dann. Uff. Aber das sind so viele. Wie schaffen wir das jetzt? Ist oben auch noch eingebrochen? Vielleicht hätten wir doch besser durchkrabbeln sollen. Ja, aber das ist schon richtig, diese Richtung. Wir hätten da durchkrabbeln sollen. Oh nein. Ja, hier können wir nicht springen. Da ist schon wieder einer. Ja, genau. Du, komm her. Schön hier ins Feuer. Ist schön warm. Rauch. Kommt ins Feuer. Laut ist es hier, genau. Die merken das gar nicht. Na, lebt ihr noch? Nein. Na, du zerplatzt es, aber auch richtig. Ja, ist denn der andere noch da? Der da hinten ist auch noch da. Wie können wir den hierher locken? Auch ins Feuer rennt, meine ich. Auch den können wir, das ist ein normaler, oder? Der macht nichts. Der macht nichts. Ich frage mich, ob wir werden verbrennen, wenn wir da runterspringen. Das geht nicht. Da haben wir hier, glaube ich, bessere. Ja, hier haben wir bessere Chancen, runterzukommen. Aber da ist dann diese. Können wir hier Lärm machen? Wir rufen, pfeif mal. Ja, wir müssen jetzt hier runter. Oder wie wäre es da? Nein. Runter und sofort umdrehen und zuhauen. Nee, da ist er noch gar nicht. Zumachen die Tür. Zu. Einfach zumachen. Da. Da. Und nochmal. Wir haben uns gar nicht umgesehen, noch gar nicht. Ich habe jetzt einfach mal drauf gehofft. Zwei. Und drei. Ab ins Feuer mit dir. Wow, ihr kommt hier durch! Ihr kommt alle hier durch! Keine Panik! Keine Panik! Oh nein! Panik! Es ist schon Zeit für Panik! Lass mich durch! Lass das. Wir haben auch gar nicht. So schlau waren wir gar nicht. Ach, du sind jetzt da! Ist der ganze Gang ist voll! Rote Augen. Habt ihr rot? Rot glühende Augen habt ihr. Das wollte ich euch nur mal gesagt haben, falls ihr es noch nicht gemerkt habt. Oh nein. Ah, nein.
Das Schlimme ist ja, wenn die zu Boden gehen, dann machen wir diesen großen Schlag. Nein, nein! Lass uns am Leben. Schneller, schneller, schneller. Du hast es fast geschafft. Lass sie nicht nachkommen. Warum klettern die jetzt nicht? Von hier oben? Okay. Kommt hier hin, kommt hier hin. Das ist aber fies, sobald wir an unsere Tasche gehen und ich glaube, wir haben überhaupt nichts mehr. Und dann müssen wir erstmal gucken. Oh, wir haben den Kuchen noch. Oh, zum Glück haben wir den Kuchen noch. Aber das bringt jetzt auch nicht so viel, oder? Da war der ganze Gang war voll mit denen. Oh ja, lauf ins Feuer, das ist gut. Oh, das ist schön warm. Da wird mir richtig warm ums Herz. Oh nein, er kommt zurück. Er ist wieder ausgegangen. Die haben Asbestkleidung, tragen sie außerdem. Folge dem Licht. Na, so dumm sind die gar nicht. Selbst regenerieren können wir auch nicht. Also... Das wird was dauern jetzt. Na gut, wenn einer weg ist, der andere. Naja, von hier oben werden wir ihn auch nicht. Haben wir denn nichts Schönes mehr? Oh, beinahe ins Feuer gesprungen. Das auch noch. Nein, nein, nein. Oh doch, wir haben hier noch was. Irgendwas, was Kraft macht. Sag nicht. Wie kommt da oben einer drauf? Ich dachte, da oben wäre jetzt einer. Moment, warum benutzen wir nicht hier unseren... Da ist gar keiner. Na, soll sonst hier etwa an den Kragen gehen? Das glaube ich doch gar nicht. 7 Schuss noch, komm her. Ach, es gibt hier einen Stufenaufstieg? Ja, gut. Und hilft uns das jetzt weiter irgendwie? Also, wir machen Folgendes. Der ist doch jetzt tot. Der ist tot. Wir werden den einen jetzt erledigen. Wir gehen nicht hinten in den Gang. Wir werden dann erstmal oben gucken, was da so los ist. Der hatte sich selber verbrannt. Und wie wäre es mit zurückgehen? Wie sind wir eigentlich vorhin zurückgekommen? Alles wieder gut? Beruhigt? Haben wir uns beruhigt, ja. Schleichen geht ja auch nicht. Dokumente. Hinter der Wand. Wunderbar nix. Bei einigen Subjekten fand ich in den heißen, entzündeten Bereichen der Leisten, der Achselhöhle und im Rachen Taschen, angefüllt mit reichlich fauligem Eiter, welche ich für weitere Investigationen entnahm. Na gut, ja. Es wird einem vorgelesen danach. Ansonsten scheint hier oben auch nicht sehr viel zu sein. Wir müssen doch durch den Gang. Da wollte ich nicht durch. Nein. Ja, liebe Welt da draußen, das schaffen wir nicht mehr in dieser Folge. Die Folge ist schon so lang dran.
Das müssen wir in der nächsten Folge machen. Vielleicht finden wir da auch die Armbrust dann. Vielleicht springt hier noch jemand durchs Feuer. Ja, wir nicht. Ein Loch. Nun, vielleicht springen wir hier runter und kommen nie wieder raus. Na klar. Kommen sie jetzt alle, oder? Keine Munition für uns. Gut. Schön hier im Licht, da geht's ja noch. Nichts. Wir kriegen gar nichts auf einmal. Vorhin so viel, dass wir nichts mehr tragen konnten und jetzt gar nichts mehr. Und wir müssen zurück. Wir müssen da unten wahrscheinlich durchkriechen. Das werden wir tun in der nächsten Folge. Ich darf mich bedanken an dieser Stelle für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.